Machen wir heute vielleicht sogar schon das Finale von Froggun? Hey Jake, warum runnst du hier mit Fear? Also warum rennt der, obwohl er Angst hat? Was ist da mit ihm los? Sonst ist er doch immer abenteuerlustig und will immer alle Schätze sammeln. Jetzt nicht? Wir sollten ihn mal zur Rede stellen. Vielleicht hat er ja ein riesiges Monster gesehen, hat jetzt Angst oder so. Ich habe keine Ahnung, dass das erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich ehrlich bin. Also, hier geht's das Rennen dann wohl los. Okay, na gut. Oh, hey, Jake. Hi, Frosh Girl. Ich wette, du hast mich diesmal überhaupt nicht erwartet. Du bist, diesmal sogar pünktlich. Wow, ich bin beeindruckt und ich bin genervt. Ich bin ein Meister der Überraschungen. Nein, überhaupt nicht. Hast du Bock auf ein weiteres Rennen, Froschgirl? Mein Name ist Renata! Renata! Das hat ihn wohl selten wenig gejuckt und ich flieg direkt in den Tod. Good job. Vielleicht bin das auch nur ich, aber irgendwie ist die Musik lauter als sonst. Das ist cool. Manchmal ein bisschen leiser. Na gut. Jedenfalls, willkommen zurück, falls ich es nicht gesagt habe. Und ja, wir werden heute vielleicht sogar schon das Spiel durchspielen. Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Aber die Möglichkeit besteht. Und er wurde auf sich treffen lassen, deshalb ist er kurz stehen geblieben. Er hat auf mich gewartet, weil er so nett ist. Das ist die Geschichte, die wir eigentlich erzählen. Hä? Wieso kann man da... Da gibt's noch mehr zu erkunden. Wow. Was mache ich jetzt als erstes? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo ich als erstes lang gehe. Ich glaube, das Rennen verliere ich, aber... Na doch, ich glaube, ich sammle erstmal alles ein. Oder versuche zumindest erstmal alles einzusammeln, sonst verliere ich es. Aber doch nicht so verlieren! Egal, das können wir zumindest einen Vorsprung machen. Hä? Ah, zu früh. Ja, der kann sich da direkt erstmal noch hochcheaten, ist klar. Oh, ich hab den gekillt, den Gegner, habt ihr es gesehen? Oh, das geht also. Oh, interessant. Okay, abwarten. Ja, ist natürlich doof jetzt hier zu warten, aber was anderes kann ich nicht machen. Da hinten kann ich mich theoretisch hinschießen lassen, aber mache ich lieber nicht mal. Hi, hi. Es geht ab, Kumpel. Wo gehen wir lang? Hier nach unten? Yippie! Die Antwort lautet ja. Und treffen lassen gehört zu meinen Spezialitäten. Das ist einfach so. Das gehört einfach dazu, wenn man Pro ist. Verstehst du das? Verstehst du nicht? Nein, nein, du bist kein Pro. Das verstehst du es nicht. Sonst hättest du es auf jeden Fall verstanden. Oh, hast du dich treffen lassen, Kumpel? Oh, schon wieder? Das ist aber traurig, Mann. Wo geht's lang? Wow, ich sehe nichts. Hä? Oh. Verstehe. Ich verstehe. Da war eine Vase, die ich mich nicht berührt habe. An die muss ich denken. Ich hoffe, das tue ich gleich. Das Ziel. Bin vor ihm da. Ah, verflixt. Mann. Selbst am letzten Mal kriegst du mich. Weiß ich. Okay. Das scheint ein kurzes Level zu sein. Freut mich. Wie gesagt, nach diesem Level haben wir direkt noch einen Bosskampf und ich frage mich, ob der Boss dann schon der... Nein, oder? Der letzte ist... Oh, hier war ein Checkpoint, oh mein Gott. Ich hab's nicht mehr gemerkt! Aber ich bin echt froh, dass einer war. Okay, jetzt wollen wir natürlich erstmal backtracken, alles sammeln, dann einen Speedrun machen, am besten direkt No Death. Und dann haben wir auch alles. Komm schon, boing. Oh, ja, okay, war nur ein bisschen hoch, boingi. Kleiner Bonus-Stuff halt, keine Ahnung. Alright. Haben wir das hier schon gesammelt? Ja, scheinbar schon. Okay, ich habe euch mal das langweilige Gelaber und den ganzen langen Weg weggeschnitten. Wow, hier können wir jetzt einen Checkpoint aktivieren. Und hier gäbe es eine Abkürzung zu einem Crystal Skull. Da unten sollte ich sowieso alles haben. Oh, was denn? Hä? Wieso habe ich gerade Schaden davon genommen? Den hier habe ich wohl nicht. Nope. Den habe ich jetzt noch nachgeholt. Okay. Hier gibt es noch einen Checkpoint. Den brauche ich, weil ich bin fast tot. Okay. Und dann haben wir fast alles.
Hier sollte jetzt so das meiste sein. Ja, noch die eine Vase unten fehlt mir, dann habe ich alles. Yippie! Also ja, relativ kurzes Level. Aber beschweren tue ich mich da eher weniger. So, komm her. Pass auf, das war nicht das letzte. Doch, das war das letzte. Perfekt! Boing! Ich bin tot. Boing, boing, boing. Ey, warum machst du es so auf einmal? Und schon bin ich da. Oh yeah! Ja, okay, ich wollte schon sagen, da fehlt mir einiges. Super. Loading, loading. Okay, also hier haben wir, wie gesagt, noch einen Boss. Hexy. Das wird ein bisschen mit S, aber egal. Speedrun! Hä? Also in Marvin 60 würde das hier als Cheating gelten. Ich kann einfach hier lang. Ja. Okay, das ist ein sehr langweiliger Speedrun, das skippe ich vor. Ich habe die größte Zeit einfach nur gehämmert und versucht hochzukommen. Wahrscheinlich bin ich runtergefallen. Hab's nicht geschafft, weil er blip blip gemacht hat mit seiner Zunge und dann wollte er nicht mehr. Aber, ja. Super langweilig, also. Okay, na gut. Hoffentlich wird der Boss Hexy nicht so langweilig. Aber warte mal, bevor wir das machen. Haben wir noch mal eine Hüte? Oder zumindest welche, die wir uns leisten können. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Alles lockt. Ah, hier ist noch was on sale. Und zwar eine riesige Sunglasses. Ja, komm, warum nicht? Wir sind jetzt so cool, haben so viel Style. Yeah, Hexy, wohl eher Spexy. Ach, keine Ahnung, Alter, ich weiß es noch nicht. Okay, kurzes Level. Ja, ich merke schon, jetzt ist die Kreativität an Leveln langsam ausgeschöpft. Was auch immer ich gelabert habe. Auf jeden Fall, ich meinte halt nur, der wird jetzt so kurz werden. Vielleicht geht die Kreativität jetzt den Entwicklern aus. Keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Es juckt mich eigentlich wenig. Boing! Hey! Hey! Lass mich so. Hey! Dem Problem! Ja, offensichtlich. Komm, verschwinde. Boing, boing. Ich will nicht sterben. Nein. Ich hasse es zu sterben. Egal, dann nutze ich das jetzt, um mich hier hoch zu cheaten. Pech gehabt. Ist eure Schuld, dass ich mich jetzt hier hochgecheatet habe. Ihr seid dafür verantwortlich. Ihr seid die Verantwortlichen und ihr müsst dafür verantwortlich gemacht werden. Und ich möchte bitte. Danke. Mann. Was ist denn heute los? Also ehrlich. Skill ist niedriger, aber die Level sind auch irgendwie komischer. Ich weiß auch nicht. Heute ist einfach komisch. Komisches Finale. Ja, okay, wie man daran kommt, easy. Zack. Und. Boing. Ich sehe nichts. Hallo! Okay, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich kann es euch nicht erklären. Tatsächlich. Tatsächlich kann ich es, aber ich möchte es nicht. Yippie! Yippie! Boing! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Puh! Uns fehlen noch zwei Emeralds. Zwei Stück. Wir haben alle beide noch nicht gefunden bisher. Und was? Und, okay, Jimmy, mir halt hoch, ne? Ja. Was soll's? Ah, ich muss da lang. Hier sind noch so viele Münzen, deshalb muss ich eigentlich erstmal noch lang. Na gut. Boing, boing. Nehme ich hier einzelne mit. Ach, es sind zwei Wege, die man machen kann. Also je nachdem, wo man drauf Bock hat, scheinbar. Okay. Na gut, ich hatte Bock auf beide Wege. Ja. Man muss ja immer alles ausprobieren. Im Leben, Hilfe! Hilfe! Okay. In so einem Haus versteckt alles. Muss ich die Vase da verpassen?
So, ein Emerald, schön und gut, aber hier ist der vorbei da hinten. Oder ist da noch einer? Warte, im Schatten kann man was. Ja, da hinten im Schatten sehe ich sogar schon. Wollte gerade sagen, im Schatten kann man das sogar erkennen. Ob da was ist oder nicht. So, kill ihn schnell. Das ist nämlich nervig. Die Sau. Die nervt, die Sau. Was da? Hä? Was? Oh. Okay, verstehe. Eins, zwei, drei, vier. Checkpoint. Bam. So, und jetzt? Aha, aha, aha. Und sterben. Das ist ein. Das ist ah, es zählt. Egal. Aha. Nein, das war nicht ganz, wie ich es wollte. Hm. Komm schon, das sind die letzten drei Münzen. Dann haben wir alles hier. So, das sind die, wo man nicht drauf springen kann. Jetzt erkenne ich das auch erst. Oh, Mann. Ich hab's aber auch heute, ne? Heute ist es wirklich nicht so mein Tag. Aber wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, letzte Folge ging richtig krass ab. Vom Skill her. Also ich schätze, es gibt immer solche Folgen, aber solche. Aber kann ich jetzt bitte blöden Münzen bekommen? Bitte? So schwer ist das doch jetzt wirklich nicht. Ich mach das einfach so. Mir egal. Hm? Komm schon! Das haben schon alle abgeschaltet wegen euch. Blöden Totenköpfen. Ich springe einfach direkt drauf hin. Ja. Ach, und jetzt geht's? Nee, nicht mal das. Nicht mal das jetzt geht. Egal. Whatever. Auf zum Boss. Hexi heißt du? Hallo? Ist jemand zu Hause? Willkommen. Braves Kind. Nee, mutiges Kind. Ich bin erfreut, dich kennenzulernen. Solch ein mutiges, ressourcevolles Kind. Erinnert mich oft von mir selber, von einer langen, langen Zeit. Bitte, hass mich dafür nicht. Es muss getan werden. Was denn? Ein Kampf? What the hell? Oh. Die schießt Pizza auf mich. Oh, oh, oh. Und einmal das hier. Einmal die Luke Miller. Attacke. Das ist ein Super Saga. Hui. Hui. Okay. Ich habe ja 7 Leben, das passt ja deswegen. Was muss ich mit dem. Was macht. Hä? Okay, 1. 4 Leben wird sie wahrscheinlich haben. Aber ich muss. Ach komm. Ich muss ja erstmal alles herausfinden, wie alles funktioniert und so. Okay, ganz außen bleiben ist schon mal keine schlechte Idee. Kein schlechter Plan. Du mach mal dein Ding da. Die sucht mich gerade. Geht's nach links und rechts? Ja. Bist du blöd gelaufen, ne? Was mach ich gegen das Ding? Was mach ich dagegen? Verstehe ich nicht. Versteh's wirklich nicht. Ich werde wahrscheinlich jetzt im First Try sterben, oder? Ja, die kommen jetzt einfach ausweichen. Okay, komm. Ich kill mich. Weil mit einem Leben hätte es sich sowieso nicht mehr gelohnt. Hätte ich nur meine Zeit und eure Zeit verschwendet, das muss ja jetzt nicht sein. Ich meine, ihr Design finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Muss ich zugeben. Aber den Kampf verstehe ich noch nicht hundertprozentig. Diese eine Attacke, womit ich sie dann angreifen kann. Ich weiß nicht, wie man der ausweicht. So, aber sowas kann ich doch. Ich habe doch genug Internet Time gespielt. Komm schon. Ja, genau das hier. Muss ich immer im richtigen Moment springen? Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Egal, wenn es immer nur ein Hit ist, dann. Sollte das klar gehen, ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Die Hitbox davon ist irgendwie größer, als man denken würde. Okay, 5 von 7. Sehr, wie viele Treffer jetzt? Ein? Ja, ich habe einen jetzt. Ich kann jetzt hier hinschießen, aber es bringt mir halt nichts. Was kommt jetzt? Der Ball. Einfach nicht springen. Einfach gar nicht springen. Oder so. Hm? Okay, keine Ahnung, jetzt hat's geklappt. So, 2 von 4. Das kommt jetzt. Ah, okay, ja, das ist easy. Das ist. Aber das ist böse. Okay. Okay. Geht, 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 klar, geht, klar. Jetzt Blitze, ja.
Einfach nur rennen, mehr nicht. Ja, 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 ja. Okay. Und nur? Der Ball! Im Kreisrennen, glaube ich. Ach, im Kreisrennen. Alright. Bam! 3 von 4, letztes Leben, glaube ich. Aber das scheint nicht der Endboss zu sein. Ich glaube, danach kommt sogar noch eine kleine Welt. What the hell? Ja, das nochmal, okay. Drehst du jetzt öfter? Wie sie sogar wirklich mit ihren Händen das dreht. Hab's gerade gesehen. Oder ist böse mit dem Blitzen? Oh. Das hätten die echt böser, noch böser machen können. Aber haben sie glücklicherweise nicht. Also. Piece of cake. Und bam. Game over für dich. Und ein Schatz für mich. Yay, 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 yeah. Okay. Speedrun No Death. Muss auch noch getan werden, wie es am Tanzen war. Yeah, yeah. Woohoo! Geht's denn jetzt hier weiter? Gateway to the Core? Oh. Tatsache, es gibt wirklich noch eine letzte Welt. Ich dachte, das wäre schon die letzte Welt. Nope. Egal, erst das Speedrun. Okay, fast 45 Sekunden hier. Ich glaube, das wird jetzt ein Speedrun, also ein fertiger Speedrun. Das war direkt First Try, by the way. Ja, den Bosskampf, den hatten wir literally gerade eben erst, deshalb kannte ich ihn für euch. Aber ich glaube, das hier wird zeitlich reichen. Okay. Guckt einfach weg. Einfach nicht hingucken. Ja, unter 3 Minuten passt. Perfekt. Ja. Na gut. Yeah, yeah, yeah. Damit haben wir Welt 3, Welt 3. Wie komme ich auf Welt 3? Welt 5 abgeschlossen und Welt 6 gibt es dann doch wohl. Oh, hätte ich nicht gedacht. Gateway to the Core. Das scheint wohl der Weg zu sein zu den Wurzeln allen Übels. Außer es gibt aus irgendeinem Grund doch noch Welt 7, 8 und so, aber das dürfte es eigentlich nicht geben, laut meiner Information. Aber vielleicht sind meine Informationen da nicht vollständig. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Bitte, lass mich nicht, bitte. Machen wir einen neuen Run? Komm, machen wir einen neuen Run. Warum nicht? Wir können ja mal direkt von Anfang an versuchen, den No-Death-Run zu machen, oder? Das klingt doch interessant, oder? Ich weiß, das klingt für euch super interessant. Deshalb machen wir das. Und was zur Hölle? Jetzt muss ich einfach warten, ne? Ja. Bitte, nimm mit! Okay, rot. Wir brauchen einen roten Schalter. Hey! Hey! Einen roten Schalter. Da kann ich rüber. Oh, hier geht's. Ah! Hallo! Ich habe übrigens hier ein bisschen was übersehen. Also gar nicht mal so schlecht, dass ich gestorben bin, weil ich dachte, hier wäre ich schon zu Ende und fertig. Nope. Okay. Aber ich hätte sowieso nochmal zurückgehen müssen wegen dem roten Schalter. Was soll's. Kann ich bitte einfach den hier machen? Danke, Spiel. Schaffe ich das? Ja. Was haben wir hier? Wow! Ich habe nichts gesehen! Okay, yay! Hier waren bis vor ein paar Münzen und vor allem. Hey. Aua. Das ist Aua. Nee. Sondern. Der erste Emerald. Und das ist schon mal ganz nett. Und ich sehe auch, dass das Level gar nicht mal so lang ist, sondern eher schwer sein soll. Und hey. Ich hab da nichts gegen. Sagen wir's mal so. So, Froggy, sag mal was. Hey, schau mal, wie viele Türen hier sind. Ich wette, da gibt's eine Reihenfolge, wie du die öffnen musst. Eine Reihenfolge? Also grün muss ja als erstes stimmen.
Dann blau. Dann gelb. Ja, toll. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein bisschen anders gemeint. Bisschen interessanter, aber so. Bisschen boring. Passt schon. Macht's einfacher für mich, schätze ich. Schätzchen, das schätze ich. Tschüss. Das ist lustig. Immer wieder redet die Notiz mit sich selbst. Bam, bam, bam. Und schaut mal da. Da ist ein Secret. Und da möchte ich gerne hin. Woohoo. Yippie. Die Secrets sind irgendwie für mich immer wie so Mario-Röhren. Nur statt dass es eine Röhre ist, ist es halt so ein Loch. Okay, das ist cool. Boy, 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 boy. Und der Sound. Hat das schon immer diese Zeit gemacht? Egal. Wow. So, du verschwindest mal bitte. Und wir verschwinden ins Ziel. Also, jetzt gleich zumindest. Erstmal müssen wir natürlich noch erstmal alles sammeln. Das sollte aber kein Problem sein und auch nicht lange dauern. Bitte nimm mit. Danke. Okay, blauer Schalter. Oder wir cheaten uns hier einfach hoch. Ja, Damage boosten geht. Ja. Selbst wenn du das hier nicht könntest, die ganze Zeit spammen. Kannst du einfach Damage boosten. Toll. Gut gemacht, Entwickler. Yippie. Ich beschwere mich nicht. Das macht meinen Job einfacher. Ich will nur sagen, hätte man noch, ändern können. Naja, wie auch immer. Aber das Level ist ja gleich vorbei. Und... ja, sorry, falls ich euch hier Lügen erzählt haben sollte. Ungewollt. Mit, hey, wir sind heute schon fertig mit der ganzen Sache, weil das sind wir scheinbar nicht. Hä? Was muss ich jetzt machen? Oder ist es schlechtes Timing einfach? Schlechtes Timing, glaube ich. Ja. Okay, erstmal speichern. Aber da hinten war noch was. Was zur? Ja, so viel zu No Death. Hä, aber da war. Hier ist noch was. Wie soll ich da hinkommen? Hm? Ich hätte es irgendwo anders ausmachen sollen, glaube ich. Das könnte ich doch nicht wissen. Und warum? Hey, es ist immer wieder richtig ekelhaft. Wie kacke diese Steuerung manchmal ist. Also von hier geht's. Ach, von da soll man es machen. Okay. Dann wissen wir es jetzt zumindest. Na gut, ich brauche es aber nicht mehr. Lull. Lul. Nein! Das war doch ein Witz! Ich brauch dich noch! Ja, aber das Level ist hier schon zu Ende, ne? Hier schon vorbei. Glaub ich. Bonk! Ja, doch. Da oben ist der letzte Stuff und dann haben wir's. Wow, was ein kurzes Level. Speedrun wird ja wahrscheinlich einfach sein, gehe ich mal von aus. Aber No Death könnte ein bisschen problematischer werden. Aber ich werde beides hoffentlich kombinieren können. Und wie immer zeige ich euch den besten Run. Ach, und mir ist aufgefallen. Man kann mit der Schultertaste hier schauen, was es ja alles bedeutet. Expert Time Trial heißt das. Und ja. Genau. Hey, vielleicht habe ich ja Glück und das ist direkt hier der erste Try. Der hier der Sieger ist oder hier generell als Sieger dasteht. Ich muss noch auf die Spinnis warten. Eins. Wer meint? Ja, 34 Sekunden. Ich denke, das geht. Oder muss ich unter einer halben Minute? Das kann sein. Aber ist tatsächlich nicht so. Perfekt. Leider nicht first try. Passt schon. Yippie. Und als Belohnung bekommen wir einfach so geschenkt.
einen Partyhut. Ui, wie toll. Wo bin ich denn jetzt? Wow. Wow. Heute, ich bin im Paradies. Die goldenen Tiefen habe ich erreicht. Wow. Oh Gott, hier sind aber auch einige Münzen zu sammeln. Was ist das hier? Eine Kiste. Okay. Ja, das hier ist definitiv die Finalwelt. Alright. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber das heißt ja dann auch wiederum, dass wir heute wahrscheinlich nicht den Endboss machen, oder? Ich gebe mein Bestes, aber ich glaub's nicht. Krieg ich die Münze bitte? Hä? Ich muss sie auffangen. Oh. Und die sind Roboter-Version von denen. Oder so Blechdosen-Version zumindest. Von den Fliegen. Hey. Das ist echt gemein. Was haben wir denn da? Hä? Respawnt das wieder? Okay. Da ist übrigens ein roter... So ein roter Button. Den sollten wir uns merken. Falls wir den eigentlichen roten Knopf finden sollten. Ja, oder so. Oh, okay, hat gezählt. Hat geklappt. Hey! Versteckt er sich in meinem Geld? Unfassbar. Also ehrlich. Was ist das bitte für ein Benehmen, sich einfach im fremden Geld zu verstecken? Kann ich da rein? Da war... Oh mein Gott, da war der Schalter. Habt ihr das gesehen? Oh, das war echt böse versteckt. Und ja, da war noch was. Irgendwie habe ich mir schon gedacht. Wenn ich ehrlich bin. Ah, die Musik geht auch richtig ab, ne? Boing. Ah, wieso trifft er mich denn dann? Ist ja dumm. Boah, jetzt habe ich aber richtig Bock. Und es regnet auch Geld im Hintergrund. So ein bisschen. Aber halt nichts, was man aufsammeln kann. Es ist einfach nur so Deko. Aber ist trotzdem cool. Okay, hier oben geht's weiter. Aber schaut mal hier. Tadam. Arr. Was bist du denn für einer? Hilfe! Okay, ich kann ihn besiegen. Alles klar. Das klappt. Und klappt das hier auch? Ja. Hi. Bam. Was? Ich bin gestorben. Oh. Ich bin actually gestorben. Na gut, aber es bleibt ja alles eingespeichert, was ich gesammelt habe. Das ist halt nicht so schlimm. Aber es wundert mich halt. Es überrascht mich, dass ich gestorben bin. Ich sollte vielleicht mehr darauf aufpassen, wie viele Leben ich habe. Jedenfalls, bam. Und bam. Und weg mit dir. Wow. Ich kann einfach so rammen mit meiner Gun. Okay. Ach, Mann. Boing, boing. Und wie komme ich jetzt? Okay, irgendwie habe ich es hochgeschafft. Perfekt. Geht wieder kaputt. Oh mein Gott. Check mal. Wunderbar. Schnell aufmachen. Lasst mich in Ruhe. Idioten, ihr Schwachmaten. Was ist denn hier? Stuff. Ich mag Stuff. Nehme ich immer gerne mit das Stuff. Dann ist die Hälfte der Münzen. Das kriegt ihr ab. Hey, dieser Ort hier ist ziemlich... Was heißt Gaudi? Ich wette, hier gibt es auf jeden Fall ziemlich viele Schätze auf den vielen verschiedenen Wegen. Ja, da hast du recht. Das bedeutet definitiv sehr viel umschauen. Da ist ein Checkpoint. Was ist denn hier? Ist hier dann nichts oder wie sieht's aus? Also mit nichts meine ich, hier geht's nicht weiter. Hey. Garat. So ein Ding da unten. Ja, okay, bringt mich nur hier hoch. Ah, okay, ich glaube, hier geht's weiter. Also, weiter, weiter. Nee, warte, das ist das Ziel. What? Würde das nicht bedeuten, dass wenn ich hier den... Warte kurz. warte. Okay. Würde es nicht bedeuten, ich könnte mich einfach von da hinten rüberschießen für Speedrun? Das muss ich mir merken. Das ist ja endgeil, wenn das stimmt. Hä? Wieso nicht? Wieso nicht? Doch, geht. Hä? Was muss ich denn hier machen? Mich da hinschießen? Also, es klappt auf jeden Fall. Hey, diese großen Käfer da, Tausendfüßer, die sind tricky. Wenn du von vorne angreifst, dann gehen die schneller nach hinten. Aber, bei uns bei deren Köpfe, da passiert was. Was denn?
Achso, dann ganz langsam, okay. Dann ist das ganz langsam, alles klar. Oh Gott, wie lang dieser Wurm ist, oder wie lange die alle zusammen sind. So ein riesiger, zusammengepackter Wurm, glaube ich. Bleib bitte hier hoch, danke, Spiel. Danke. Wunderbar, okay. Boing, 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 boing. Oh, hat geklappt, schön. Wunderbar. Und hier soll ich jetzt runter. Aha, blauen Schalter brauchen wir hier. Einer dieser beiden versteckt den vor mir. Ich weiß leider noch nicht welchen. Das finde ich jetzt noch heraus. Blöp, blöp, blöp. Du hast ihn versteckt. Ich wusste es. Idiot. Verschwinde. Verschwinde, du Idiot. Oh, da ist das Secret. Hä? Oder ist das hier? Hm? Ist ja mega einfach hier hinzukommen, hä? Hab ich irgendwas verpasst, oder? Egal. Nimm mich mit. Nimm mich an. Ich verstehe die Gegner nicht. Okay, einfach zack. Ja. Okay. Jetzt. Boing. Schön. Es funktioniert. Yippie. Und yippie. Okay, wir haben alles. Nur noch die Münzen fehlen uns. Und die gibt es sicherlich hier reichlich. Ich meine, guckt euch diesen Ort hier an. Allein der Hintergrund sagt ja schon. Hier sind Münzen. Oder hier gibt es Münzen. Wie schnell der da wieder rauskommt. Oha. Oh. Aufpassen. Aufpassen. Bitte. Meine Damen und Herren. Bitte passen Sie auf Ihre Popös auf. Denn hier wird es gleich wild und crazy, Mann. Hey. Ich brauche nur die letzten Münzen, die ich jetzt auch habe. Also ab ins Ziel. Komm, ich halte einfach lang. Da. Ich lag einfach da lang. Ist nicht schlimm. So. No Death sogar geschafft. What? Alles bis auf Sweet Run. Huh. Das kam unerwartet. Aber nehme ich an. Oh mein Gott. Okay, es gibt ja noch drei Level. Ein Shop. Und da hinten sehen wir auch schon, da ist dann das Boss-Level. Und ich glaube, unter mir ist, glaube ich, sogar noch ein Schatz. Ja, was geht denn da oben ab mit den weißen Punkten? Hä? Gibt's da ein Secret? Sieht so aus. Schauen wir uns gleich an. Erstmal Speedrun. Wow. Boah, das geht wirklich. Man kann sie einfach von hier rüber schießen lassen. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Unter 30 Sekunden kannst du das einfach beenden. Wow. Wow. Nicht mein erster Try, aber knapp dran. Passt schon. Wow. Ich weiß, da oben ist zwar erst der Shop, aber ich gehe nochmal zurück zum anderen Shop. Der ist jetzt nämlich gerade näher dran für mich. Denn Sunglass ist schon und gut, aber wie wäre es, wenn wir die auswechseln für was anderes, dass wir ein bisschen Geld haben? Wir haben bestimmt schon was Neues freigeschaltet, maybe? Hexenhut! Der ist doch schick. Komm, nehmen wir den Hexenhut. Okay, ich würde sagen, wir haben noch genug Zeit für das nächste Level. Und das wäre auch Zeit für mich, ich weiß es nicht. Treasure Vault. Also ein, ja... Ein Schatz. Safe? Was ist das für ein Geräusch? What the? Oh Gott. Hätten sich einen anderen Sound dafür nehmen können? Das piekst so. Naja gut, ich kann damit leben, schätze ich. Bong, 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 bong. Nicht schlimm, aber ich merke schon, das hier wird wieder ein größeres Level. Mit der schönen Mario 3D World Mechanik. Nein, die gibt es auch in vielen verschiedenen anderen Spielen. Nur ist das das erste Spiel, woran ich denken muss. Wenn ich so eine Mechanik sehe. Ja, bei euch ist es vielleicht ähnlich. So. Bam. Bam. Komm, gib mir die Münze, danke. Hey, das war offensichtlich, aber diese Blöcke hier, die tauchen auf und verschwinden auch sehr rapide. Also passt da bitte auf, Mann. Oh, hab ich eine Münze übersehen.
Ah, ist gut, dass ich runtergefallen bin. Danke, Blöcke. Sehr nett, dass du mich drauf hinweist. Okay, die flashen zweimal, bis sie sich wieder wechseln. Mhm. Wäre schön gewesen, hätten die es wie bei Mario 3D World zum Beispiel, als Beispiel, so gemacht, dass das je nach Beat ist, dass die Musik da auch mitspielt. In der ganzen Geschichte, in der ganzen Chose. Oh Gott, ich hoffe, hier geht's weiter. Ich hoffe, ich bin nicht irgendwo lang gegangen, wo es noch was gab oder so. Oder, keine Ahnung. Jedenfalls. Jedenfalls sehe ich hier noch was. Aber warte mal. Ich will hier runterfallen, glaube ich. Ach, ich kann mich sowieso wieder hochbouncen. Na dann. Ja, dann will ich auf jeden Fall hier runter. Tschüss. Denn hier oben gibt's noch Notizen. Notizzettel. I found it. I found it. Eine Company wurde gefoundet. Nein! Oh mein Gott, ich wollte gerade springen. Jumpscare. Oh, danke. Das tut weh. Warum tut das weh? Aber schaut mal, wie komme ich denn da hin? Hä? Wartet mal. Ah, schade, es geht nicht. Aber es wäre knapp gewesen. Ich hätte fast mich rüber cheaten können zum Secret Room. Wäre lustig gewesen. Aber ja, man kriegt Schaden. So, ein Grund aus diesen Blöcken. Nehme ich an. Nehme ich an, tatsächlich. Blöp. Hey. Seid gemein. Boing. Mist. Komm schon, lass mich rüber. Okay. Dann. Dum, 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 dum. Boah, knappes Ding. Schwinde. Hey! Oh. Ja, nee! Ja, ist klar! Und dann bin ich direkt tot, oder was? Okay, Spiel. Es zählt einfach als Game Over dann. Okay, neuer Versuch. Komm schon, das ist nicht schwer. Das war nur gerade unlucky und ärgerlich und alles und okay, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Hi. Oh mein Gott. Das ist böse. Das ist echt böse. Die Jungs sind böse. Ich spawn hier? Zur Hölle. Okay. Danke. Das nehme ich an. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Weil wenn hier Münzen sind, kann man die halt leider nicht so gut erkennen. Oh mein Gott. Da hinten ist eine Vase. Und die habe ich sicherlich nicht eingesammelt. Da. Doch, die habe ich. Habe ich die eingesammelt? Nur um sicher zu gehen, sammle ich die jetzt nochmal ein. Und ja, ich cut euch den Rückweg. Ne, hatte ich schon. Mist. Okay. Boing. Ne? Das sieht aus als. Ne, okay. Ich hatte ganz kurz, wenn ich seine Blöcke nicht verschieben könnte, weil er so ein bisschen so aussah, als hätte er so einen Griff. So einen Handle oder so, aber nope. Ich glaube, das mache ich gleich. Ich geh erstmal hier lang, genau. Oh, da war ein Gegner. Nicht gut. Und flapp. Und flapp. Oh, ich will nichts verpassen, ne? Ist der im Block? Okay, die sterben nicht im Block. Und ich schätze mal, man selbst stirbt nicht. Man kriegt auch nur Schaden, ne? So war es auch bisher. Ja. Okay. Flapp. Aua. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Hier, hi, hi, hi. Komm her, komm her. Danke. Okay. Oder geht's hier weiter? Ich dachte, hier wäre ein Bonus weiter. Ach nee. Ach ja, verstehe. Oh, da ist noch was. Okay, ich muss das sogar machen hier. Aber ich muss da. Okay, verstehe. Ich muss das auf die Art und Weise machen. Ah nee, muss ich. Hä? Ich dachte, da wäre was. Es war wirklich nur sein Körper? Wow. Wow. Ja, danke Spiel. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Boing. Danke. Ding.
Ach, die tauchen nur ganz kurz auf, diese Einblöcke da. Habt ihr das gesehen? Damn. Komm, bitte, 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 mach. Danke. Und weg. Danke. Und durch. Nochmal danke. Und nochmal. Oh, bitte, habe ich nichts übersehen. Bitte, ich will es nicht neu machen. Höchstens als Nordef Speedball, aber sonst nicht. Okay, Spiel. Ist schon das Ende. Hey! Vorwärts durch diese Türen und dann nach oben zum Tower. Da muss es einen Weg geben, das zu öffnen. Was? Wovon redest du, Kumpel? Wovon redest du denn? Hey. Ja, war eigentlich das Ziel? Ich dachte, von weiter weg hätte ich hier das Ziel gesehen. Vielleicht irre ich mich. So viel Gelb hier. Keine Ahnung, was ich noch sehe und was nicht. Ich sehe Dinge, die gibt's gar nicht. Komm. Bam. Hä? Jetzt war ich ja verwirrt. Wow. Muss ich da ins Ho? Das ist das Ziel. Okay, davon hat er gesprochen, glaube ich. Und hier gibt es zwei Wege. Achso, das ist einfach ein Rückweg, I guess. Okay. Okay, wir versuchen es mal zu sterben. Yippie! Ja, schön, wie ich die ganze Zeit Schaden nehme. Sehr, sehr schön. Was mache ich denn hier? Hä? Und dann muss ich mich da irgendwie an die Fledermaus ranschießen. Nein! Was ist passiert? What the hell? Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass das hier der Rückweg ist. Ich gehe mal hier lang. Jetzt pass auf, jetzt merke ich sofort, ja, das ist richtig so. Ja, tue ich auch. Oh mein Gott. Mhm. Schalter. Vase. Mhm. Ja, das. Okay. Habe ich alles? Das wirkt ja jetzt schon in der Show. Jetzt hätte ich alles. Wow. Ja, hier ist das Ende. Hier ist das Ende. Hey. Nope, das machen wir nicht. Oh, danke. Sehr viele Münzen. Ding. Ding. Oh, ich verstehe schon. Jetzt. Ah, da hat irgendwas gefehlt. Warte mal. Da oben gibt's gar... Checkpoint. Ich muss alles neu machen. Oh mein Gott, ist das dumm gemacht. Außer... Wir cheaten uns bis noch. Soll ich auch beim Speedball machen? Das ist mir egal. Wie mache ich das denn? Blom? Okay, bei den pinken Blöcken kann man sich dann rüberziehen lassen. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Ja, okay. Ich habe es irgendwie ein bisschen falsch gemacht. Aber es hat geklappt und wir haben alles. Wir haben es geschafft. Hoch zum Honig Tower. Nach oben gearbeitet. Nice. Oh, okay, wir haben's. Yippie! Aber uns fehlt No Death Speedrun. Also wollen wir das doch schnurstracks nachholen. Warte, machen wir gleich. Hier unten ist eine Kiste. Boah. Wir haben dann fast. Oha, man muss 15 Level auf fast perfekt, nicht ganz, aber fast perfekt schaffen. Dann kriegt man hier das letzte HP ab. Kriegt man Tank Achievement. Wir haben jetzt 8 Leben. Das ist schon echt viel. Also ja, hier ist der beste Try. Hä? Musik? Wo ist die Musik hin? Nee, ohne Musik mache ich das hier nicht, auf keinen Fall. Danke. Der Damage Boost ist sehr wichtig. Und ich glaube, jetzt hier im, ich sag mal, First Try, bis ich jetzt hier schon hingekommen bin, schaffe ich sogar schon. Mhm. Ja, das war's. Jetzt ist vorbei. Das müsste zählen. Ja. Perfekt. Oder?
Ja, Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge tun wir dann, aber dann auch wirklich, das Spiel durchspielen. Denn wir haben hier noch ein Level, dort oben geht's weiter zu weiteren Leveln. Oh, warte mal. Wo führt mich das hin? Das hat hier einen Punkt nach links und einen Punkt nach oben und oben links. Aber ich will nach rechts. Wie komme ich da nach rechts? Denn der rechts ist offensichtlich ein Thron mit dem Boss. Finden wir es noch nichts mehr heraus. 71% Flash? Vielleicht kommt da noch ein paar Folgen. Ich weiß nicht.